Hallo liebe YouTuber. Palim Palim, kleine Kulisse für den heutigen Tag. Willkommen im neuen Video. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, es geht heute um Gladiolen. Es gibt nämlich eine ganz liebe YouTuberin, die hat sich das extra gewünscht. Und ich finde es ganz toll, wenn ihr Anregungen gebt. Und die nehme ich heute gerne auf und zeige euch in dem Video einen wunderschönen Gladiolenstrauß. Aber nach der Intro gibt's mehr. Bleibt mal dran. Ja, zu meinem schönen Gladiolenstrauß habe ich also wunderschöne sommerliche Gladiolen mitgebracht. Und es ist Sommer, es ist so eine schöne Zeit. Und ja, ich habe mich, farblich bin ich nicht ganz passend, aber ich war mal wieder in meiner Lieblingsboutique und die Hose, die habe ich heute gefunden. Und ich musste diese Hose sofort für das Video anziehen, weil ich habe gedacht, Blumen und die Hose, das ist einfach, ja, ich war begeistert. Und dann war natürlich die Entscheidung nicht schwer, weil manche sagen ja, du hast ja sogar die farblich passende Bluse an. Ja, ich mache mir vor den Videos wirklich viele Gedanken und plane, was mache ich für Blumen, wie ziehe ich dazu an. Also es ist kein Zufall und es soll auch, es soll einfach schön sein. Und ich sehr freue mich auch, wenn euch die Sachen gefallen. Und vorab muss ich euch dann mal zeigen, ich war heute Morgen im Großmarkt und das sind jetzt also Blumen, die sind alle ganz frisch von heute Morgen. Manchmal werde ich gefragt, fährst du täglich einkaufen? Nein, ich fahre nicht täglich einkaufen. Wir haben hier eine Klimaanlage, wir haben hier auch dann 16 Grad drin. Ist also schön kühl und das sind jetzt die Blumen von heute Morgen. Aber 2 bis 3 Mal die Woche einkaufen reicht gut. Und die Blumen sind auch sehr, sehr frisch, wenn die hier so kühl sind. Und wenn wir so große Sträuße haben und wenn so viele Blumen rausgehen, dann haben wir so einen tollen Warendurchlauf, dass die Leute auch sagen, dass die Blumen wirklich toll halten. Das sind immer so kleine Hintergründe, die ich oft gefragt werde, die ich ganz gern einfach mal nebenher erzähle. Ja, und das war jetzt ein Strauß aus der Muttertagskollektion sogar. Und die haben gesagt, der soll bitte ähnlich aussehen wie einer von Muttertag. Haben wir natürlich gemacht. Ja, und unser Thema heute sind die Gladiolen. Ich freue mich total, weil es ist so eine schöne, große Sommerblume. Das Einzige, was zu klein ist, ist hier mein Laden. Weil wenn ich die aus der Vase nehme, dann stoßen die fast an die Decke. Ja, also sind hier diese wunderschönen Gladiolen in Lachs und in diesem... ja, lila, nee, ist kein Bordeaux, es ist wirklich wie so ein lila Ton. Und wenn wir die Gladiolen putzen, was natürlich jetzt alles schon passiert ist, ich muss mir mal ein bisschen Werkzeug fürs Video erstmal verschaffen, weil wir hatten so viel Arbeit, dass ich nicht geschafft habe, alles bereitzulegen. Wenn wir die Gladiolen putzen, machen wir auch ziemlich viel Blätter erstmal ab und machen diese, machen ruhig auch nochmal hier immer noch einiges an Blättern ab. Das haben jetzt meine Mitarbeiterinnen alles schon gemacht. Ja, und dann wird die schön geputzt. Und was auch ganz, also sehr wichtig ist und was wir immer machen, wir nehmen die Gladiolen und entspitzen die. Ja, also entspitzen heißt einfach mal, weil die gehen nicht bis hier oben hin auf. Und wir nehmen einfach die Spitze und brechen die raus. Ja, und das gibt der Blüte oder ja dem ganzen Blütenstiel mehr Kraft. Die Spitze schmeißen wir weg und dann die Chance, dass die bis in diese Spitze schön aufblühen, die ist natürlich jetzt viel größer. Das heißt, also ich nehme jetzt meine ganzen Gladiolen, die ich für den Strauß nehme und entspitze die mal. Also ich mache dann so 1, 2, 3, 4, ja, also ich sag mal so viel ungefähr weg. Ja, man könnte noch eins mehr nehmen und dann sieht es schon, dann sieht es einfach schon viel schöner aus gegenüber dieser langen Spitze, die ja, wie gesagt, wenn es nicht so rausgeht, meistens geht es so einfach wie zuerst, als ich es gerade gemacht habe. Wenn es nicht funktioniert, einfach rausschneiden. Ja, einfach die Gartenschere nehmen, abschneiden und gut ist. Und wenn bei den Gladiolen meine Blüte unten nicht so schön ist, also die sind jetzt noch schön, dann kann man die auch einfach rausnehmen. Aber ich glaube, die wenigsten von euch haben wahrscheinlich die Gladiolen, die sie bisher hatten, entspitzt. Und das ist tatsächlich auch so, dass wir Floristen sowas machen, damit die Kunden eben eine richtig tolle Blütenpracht haben.
Ja, ich habe nicht nur Gladiolen, ich habe auch, ich nehme jetzt mal drei in diesem Lachs und drei in diesem schönen Rot, ja, diesem hübschen. Hier sind auch schön Blüten und auch noch Knospen dran. So, jawohl, das sind jetzt schon mal meine Gladiolen. Des Weiteren habe ich dann eine schöne Blütenauswahl mitgebracht. Ich lege die normalerweise alles so gern vor mir auf den Tisch, aber das geht jetzt nicht so ganz, weil die Gladiolen sind eigentlich zu lang. Ja, dann habe ich noch eine Liliensorte. Es gibt jetzt Freilandware, ja, denn wir bekommen ganz tolle Gärtnerware und die gibt es auch buntweise und ist natürlich auch davon gekennzeichnet, dass diese deutsche Ware nicht so lang ist, ja, dass es das auch Blüten sind, die ein bisschen kürzer sind. Aber ich finde das ganz toll, auch wenn es von unseren deutschen Gärtnern kommt. Man sagt ja immer, kauf regional. Genau hier kann man das machen. Und wenn ich die Wahl habe zwischen ja, importierten Blumen und der deutschen Gärtnerware, dann greife ich natürlich immer zu der deutschen Gärtnerware. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, hier ist noch zum Thema Nelken. Eine sehr, sehr schöne Nelke. Und das Tolle ist, also die ist nicht gefärbt und die hat tatsächlich die Fliederfarbene, das Äußere und hat eine rosane Mitte. Fragt mich jetzt bitte nicht nach dem Namen. Ich weiß nicht auswendig. Aber ich finde, sie ist total faszinierend von ihrer Zeichnung her. Ich liebe sie und wenn es sie gibt, dann kaufe ich sie total gern. Dann habe ich noch Rosen dabei. Das ist die Rose, die nennt sich Bubblegum. Die hat auch so von dem, wie hieß der früher? Hubba Bubba? Nee, ich weiß nicht. Das ist so die Reise in die Kindheit. Viele wissen es wahrscheinlich. Ja, der hat wirklich so diese Hubba Bubba Farbe. Aber Hubba Bubba gibt es genauso wenig wie Reiter. Ich glaube, das ist alles was für, naja, für die reifere Generation. Die wissen das noch. Die anderen, die Jüngeren, die kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, dann gibt es noch Alstroemerien. Das ist jetzt auch eine Lilienart. Das ist eine Inka-Lilie. Und weswegen ich die gewählt habe, das ist natürlich, weil die so ein wunderschönes Pendant zu meinen Gladiolen bildet. Weil es ist immer schön, wenn im Strauß eine farbliche Wiederholung da ist. Die Alstroemerien, die brauche ich eigentlich nicht putzen oder ja, das haben die Mädels schon gemacht. Da sind so Blätter und wenn die Blätter manchmal so ja, zu sehr rausstehen, das geht jetzt hier, dann machen wir sie ab. Und das hier, das mache ich jetzt auch ab. Ja, das werde ich mal einfach rausschneiden, weil ich glaube, das steht dann doch ein bisschen sehr hoch. Das ist auch so klein, das blüht eigentlich nicht auf. Ja, und dann, das ist jetzt auch wirklich die Gärtnerware, weil die Eustoma, die wir sonst, die importierten, die sind tatsächlich auch nochmal so ein Stück länger. Ja, und das sind jetzt die kürzeren, also die habe ich auch als Buntware gekauft. Also es war heute Morgen richtig toll. Ich war begeistert, muss ich echt sagen. So, die Blumensträuße, die leben natürlich immer von den schönen Grünsorten. Und da habe ich es gerade vorhin, meine Mitarbeiterin da waren. Sonst bereite ich oft das Grün vor. Also ich schneide auch bei dem Efeu schon mal die Blätter von den Stielen weg, ja, sodass ich den Efeu so richtig gut verwenden kann sofort. Unterteile also auch, ja, teile das hier schön ab und macht es einfach, bereit mir das, oh, ja genau, das, dick sind die Stiele, bereit mir das so mundgerecht vor, mein Grün, dass ich das im Strauß schön binden kann und putzt es auch immer, weil es soll natürlich auch im Strauß keine Blätter in der Bindestelle sein. Und keine Blätter in der Bindestelle heißt, dass ich also sowas würde ich jetzt hier mal wegputzen. Ja, kann man für Gestecke noch nehmen. Die kleinen Schnipsel, die heben wir da noch auf und wenn wir wieder Gestecke machen, dann werden die verwendet. Also es wird sehr, sehr, sehr viel verwendet. Ja, und wir versuchen wirklich, möglichst ökonomisch das Grün und alles zu verwenden. Gelingt natürlich nicht immer, aber wir schaffen es doch ziemlich oft. So, hier ist auch wieder so ein schöner kleiner Schnipsel für Gestecke. Wird alles verwendet. Ja, also dann fange ich jetzt noch mal an. Bei so Sträußen, ja, so hohe Sträuße, ist immer wichtig, jeder Strauß braucht eine schöne Mitte. Eine schöne Mitte sind natürlich meine tollen Gladiolen. Und was ich
ich persönlich bin ein Fan davon, wenn man entweder Gräser oder Eukalyptus, also wenn man so eine schöne, so eine tolle Mitte mit schwingendem Grün begleitet. Ja, begleiten ist ein schönes Wort, ja. Weil wenn ich da jetzt kein schwingendes Grün nehmen würde, dann sind die Blüten so, naja, so alleine. Dann fehlt, genau, begleiten und dann fehlt die Verbindung. Das, genau das will ich erreichen. Man merkt, ich muss das auch jetzt erstmal ein bisschen in den Griff bekommen, weil im Moment, wenn ich natürlich die Hand zu locker halte, dann klappt alles auseinander. Aber das ist kein Problem. Und auch hier fange ich auch schon an, meine Blüten in der Spirale anzulegen. Also Spirale heißt, wie immer, ich lege alles, den Stiel von mir weg, die Blüte zu mir hin. So, drehe das immer ein bisschen, kann auch mal anfangen, buschigeres Grün zu verwenden. So, leg noch mal eine Gladiole an und ja, man braucht ein bisschen Kraft in den Händen oder es gibt natürlich auch ganz schön Volumen. Und so, ich drehe mich jetzt mal um, schön zur Kamera. Ja, und lege hier auch ein bisschen Grün an, um mit meinen Blüten jetzt dann ja, den Strauß zu fächern und um Volumen zu bekommen. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Grün von hinten brauchen. So, und jetzt ist es im Grunde genommen, hier kann man so Blüten, bei denen es so Knospen gibt, die lasse ich so ein bisschen rausstehen. Ja? Und hier würde ich zum Beispiel die Gladiole, die drehe ich noch mal ein bisschen, sodass die nach außen guckt. Die kann man auch sehr gut am Stiel drehen. Ja, man nimmt die einfach von unten und jetzt legt man im Grunde genommen die Blüten und das Grün an, sodass das ein schönes Bild ergibt. Ja, das ist jetzt zum Beispiel schon, finde, das ist jetzt eigentlich schon eine schöne Mischung und das Ganze wird rundum weiter so, ja, lege ich dann, versuche ich das Grün zu platzieren, zum Teil lege ich es nur hier so dran. Ich kann es auch mal, dadurch, dass ich ja in der Spirale arbeite, kann ich ja auch mal das Grün einfach oder die Blüten von oben einfügen. Ja, das geht auch. Und so langsam werden natürlich auch die Hände voll. Ja, das heißt, also wenn man jetzt so einen großen Strauß binden will, braucht man ein bisschen Übung. Ja, das geht nicht so aus dem Stegreif. Und man muss auch so eine Mischung an Blüten, dass ich meine Blüten gut platziere. Diese Mischung, die muss man natürlich auch beachten. Ich brauche immer Grün, um meine Blüten auch zu fixieren. Weil wenn ich jetzt kein Grün hätte, dann klappen die auch wieder so raus und fallen mir quasi aus dem Strauß raus. Ja, das heißt, ich füttere die Blüten da so quasi so ein bisschen rein. Und ja, muss auch immer schauen, welche Blüte lege ich wo an. Ich muss natürlich auch den Strauß drehen, weil man sieht, hier war ich jetzt noch nicht. Ich brauche auch noch Efeu. So. Das ist jetzt auch ein Erfahrungswert, dass ich jetzt mit den, welche Blumen ich jetzt nehme oder wie viel ich anlege, das sind natürlich auch alles Erfahrungswerte, dass ich dann in etwa weiß, dass ich mit den Blüten zurechtkomme. Man kann den Strauß natürlich noch öfter drehen, ja, mehr drehen. Das, dann, wenn man sich orientieren will. Aber das ist jetzt, ja, ich bin dabei. Ich merke jetzt aber auch, dass meine Hände ziemlich voll werden, schon jetzt. Also der Strauß ist jetzt schon, hier sieht man es, ja, meine Finger, da passt jetzt nichts mehr dazwischen. Und was man natürlich machen kann, erste Hilfe bei großen Sträußen, man kann zwischenbinden. Ja, das ist dann die erste Hilfe, dass man denkt, oh, es wird mir jetzt doch zu eng in den Händen. Das ist eine Möglichkeit,
Was ich jetzt natürlich nicht so gern mache, weil ich möchte ihn eigentlich fertig machen. Aber wer das jetzt nicht so oft gemacht hat, der bindet einfach zwischen und legt dann außen weiter an. Aber da ich jetzt auf dem Tisch so eine überschaubare Menge Blumen noch habe, binde ich nicht zwischen, beiß die Zähne zusammen und binde diesen Strauß auch fertig. Aber was ich auch machen kann, ist die Blumen jetzt fertig anlegen, dann zwischenbinden und dann das Randgrün anlegen. Das ist natürlich auch eine gute Maßnahme, weil dann können wir die Blumen nicht mehr so verrutschen. Mal verrutschen ist auch so ein Thema, wenn ich das nicht so oft gemacht habe, dann verrutschen mir sicherlich, dann verrutschen mir natürlich die Blumen ziemlich oft. Und es ist echt ärgerlich, wenn man sowas macht. Was auch noch hilft, ist, wenn ich so ein großes Volumen habe, ich nehme mir einfach ein bisschen Gewicht aus den Händen und es hängt ein Riesengewicht an diesen Gladiolenstielen. Und das habe ich jetzt einfach mal weggemacht. Für den Rand noch ein bisschen Eukalyptus und einen schönen Abschluss. Leider kommen die Aralienblätter immer ein bisschen fleckig und staubig aus dem Großhandel, werden mit ein bisschen Blattglanz hübsch gemacht und schon sind sie schön im Strauß. Die Aralie wird auch noch gestützt mit Kirschlorbeer oder mit Salal. So, und ihr merkt auch, ich bin tatsächlich am Rande meines Fassungsvermögens. Und kämpfe ein wenig, aber ich kämpfe den Kampf gern, für das, wenn ich das Ergebnis danach sehe, ist alles gut. So, ich würde sagen, ich habe jetzt hier mal fleißig gekämpft. Kleines Feintuning kann ich auch nach dem Binden dann noch machen. Aber wenn ich das jetzt so angucke, so, würde ich jetzt dann auch tatsächlich aufhören. Ich drehe nochmal die Gladiolen ein bisschen passend, in eine passende Richtung, dass die schön nach außen gucken. So, genau. Also, alles im Griff. Und ich würde den Strauß jetzt auch binden, weil die Kundin hat gesagt, mach mir was Cooles, mach mir was Außergewöhnliches. Ich sage, okay, ich gebe alles. Da ich wusste, dass ich euch was zeigen möchte, ist es nicht nur für die Kundin toll, sondern, Entschuldigung, ich hoffe auch für euch. Aber ihr seht, es ist auch gar nicht so einfach, Werkzeug und Strauß und alles im Griff zu halten. Und jetzt gehe ich her, klemme den Bindebast in meine Finger und gehe mit dem Bindebast über die Hände auf jeden Fall, muss die Bindestelle gemacht werden. Nicht unter der Hand, weil dann würde der auseinanderklappen. Und wenn ich jetzt hier ein paar Mal drumherum bin, mein armer Kameramann riecht schon unter dem Strauß rum. So, wenn ich jetzt hier ein paar Mal drumherum bin, dann habe ich jetzt den Strauß auch so gut fixiert, dass ich den auf jeden Fall binden kann. Und je größer der Strauß ist, also manchmal, wir hatten auch schon Sträuße, die, naja, das doppelte Volumen von diesem Strauß hatten, dann ist es manchmal auch ratsam, weil er so auseinanderklappt, ja, bei dem geht es jetzt noch. Wir machen manchmal auch eine doppelte Bindestelle. Ja, fragen manche, was ist denn das? Eine doppelte Bindestelle ist, wenn ich tatsächlich hier nochmal ein Stück tiefer eine Bindestelle mache, so dass der Strauß besser zusammenbleibt. Aber ich mache jetzt nochmal eine ein bisschen tiefer. Aber dann ist der Strauß auch super fixiert. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal von oben an. So, und ich glaube,
Der geht nicht mehr auf. So, die Schlacht ist geschlagen. Genau, ich muss nochmal mein Stützgrün adäquat platzieren. Und der Strauß ist also auch von unten sehr schön abgestützt, hat auch Randgrün. Ja, hier ist alles fest. Die Bindestelle ist fest. Ja, man sieht also, dass der fängt nicht an zu rutschen, wenn ich den an einem Stiel nehme. Und hat auch eine tolle Höhe und Höhe macht wertig. Und der Strauß ist jetzt ein super Beispiel dafür, dass wenn man jetzt ein Foto machen würde von einer Stelle, dann kann man eigentlich gar nicht die Schönheit von diesem Strauß erfassen, sondern man muss den tatsächlich drehen. Ja, man könnte den jeden Tag so ein paar Zentimeter drehen, dann hat man viel davon. Und was so schön ist, wenn die Inka-Lilien aufgehen, ja, die ja hier noch ganz knospig sind, wenn die Lilien aufgehen, ja, dann da sind noch so viele Blüten drin, die noch aufgehen. Der wird noch farbenfroher und noch schöner. So, und jetzt kommt noch der letzte Schritt natürlich. Den schneide ich jetzt nochmal auf einer Höhe an, auf einer Länge. Und dann nehme ich zuerst die Baumschere. Da bin ich ein bisschen schneller. Und was ich dann mache am Schluss, dann nehme ich ein Messer und schneide die Stiele auch noch einzeln an. Das heißt vor allem, dazu kann ich den auch mal auf den Tisch legen. So, und das heißt jetzt auch, dass ich die Stiele mit dem Messer schräg anschneide, sodass alle Stiele gut Wasser bekommen. Aber es gilt immer, dass möglichst viel Wasser in die Vase gemacht werden sollte. Die Nelken nicht am Knoten anschneiden und möglichst viel Wasser, weil es ist leider nicht jeder Stiel so lang, dass er bis hier unten kommt. Man sieht, ein paar sind hier ein bisschen kürzer. Also einfach Wasser in die Vase machen, die richtig schön voll. Es ist ja auch kein Blatt drin, also das Wasser bleibt dann auch gut frisch. Und dann hat man an so einem Strauß auch ganz toll Freude. Ja, das war heute mein Gladiolenstrauß. Der ist jetzt gemischt, aber ist doch sehr schön als Mitte für so einen großen Strauß. Ich freue mich über eure Kommentare oder auf eure Kommentare, auf eure Anregungen. Und der ist entstanden wegen einer Anregung von einer lieben YouTuberin. Und ja, ich freue mich auf ganz viel Leben in meinem Kanal. Und erzählt mal, wenn ihr Gladiolensträuße macht, wie ihr es macht. Und vielleicht gibt es ja von euch noch tolle Ideen. Die bringe ich natürlich gerne im Video. Ja, alles Liebe und schöne Sommertage. Wünscht euch eure Margit. Tschüss.